Grüß Gott. Grüß Gott, sprich Thomas. Wie hat denn jetzt angehängt? Grüß Gott. Bitte, ja, grüß Gott. Thomas. Starten wir. Schlaflabor werden Patienten untersucht, die einen Verdacht auf ein Schlafapnoe-Syndrom haben. Dazu werden verschiedene Messparameter abgenommen, werden die Schlafstadien bestimmt, dazu braucht man EEG, EOG und EMG. Weiters wird die Atmung gemessen im Schlaf mittels eines Nasenfühlers, Atemgurte am Bauch und am Brustkorb. Es wird auch das Schnarchen aufgezeichnet durch ein Schnarchmikrofon. Es wird die Sauerstoffsättigung gemessen am Finger mit einem Pulsoximeter, dann wird noch ein EKG abgenommen und gelegentlich wird noch ein EMG am Musculus tibialis anterior, das heißt am Unterschenkel, abgenommen. Können wir es noch mehr analysieren? Sie sind ja schon mal da. Ich weiß, ich war schon. Das haben wir gedacht. So, da wäre ein Mikrofon drin, auch noch. Dass wir ihn sprachlich auch aufzeichnen. Ja, wenn ich rede, dann schlafe ich. Da ist ja gut, jetzt hörst du ja, was ich kriege. Halt. Ist das eigentlich kühl, wenn man das? Ja. So, da werden wir jetzt die Haare entdecken. Nein. Ja. Kühl wird. Hilft das für den Bauch? Ja. Nein, müssen wir schon mal arbeiten. Da zahlen die, halbwegs am Einfluss. Bauch haben wir noch nie probiert. Nein, wenn ich alt bin, ist da beim Pflege, da wird das Gesicht gewascht. Ach so. Man zahlt das Gerät aus, wenn man es will. Das macht dann noch was, beim Berger. Der kommt das dann für das extra. Den Gerät dann wissen. Nein, aber das wird meine heraus. Ach so, ja. Das können wir so und so machen. Ja. Wir können uns nachher dann rauszustellen. Können Sie sich gleich was rauszustellen? Haben wir noch die zwei Schüsse gehabt? Wenn der Patient sozusagen verkabelt ist, kommt dann der Arzt, der noch einmal informiert, um was es geht. So, grüß Gott, Herr Schwarze. Grüß Gott. So, verkabelt sind schon. Ja. Und jetzt müssen wir die Kontrollmessung machen. Sie haben seit 2005 haben Sie die Schlaflabormasken, also dieses CPAP-Kastel. Und nehmen Sie es eh regelmäßig? Regelmäßig. Also nehmen Sie es jede Nacht? Jede Nacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Voriges Jahr habe ich jetzt angebracht, in einem Jahr 3000 Stunden. Ja. Und heuer habe ich aber schon zweimal nachgezogen. So, weil die letzte Messung, ich war vor 14 Tagen, wo ich in Lambach messen lassen, habe ich 1800 und noch eine Stunde. Nein, es ist eh okay. Wichtig ist bei diesen Schlafgeräten, dass man es wirklich jede Nacht mindestens die 4 bis 6 Stunden nimmt, also 50% Anwendungsdauer, weil sonst ist natürlich der Effekt nicht da. Wichtig ist, jede Nacht nehmen. Wir machen jetzt eine Kontrollmessung mit praktisch Ihre Maske mit unserem Gerät, schauen Sie das an, stellen diesen Druck, diesen 6 bis 12 mm Druck, den Sie jetzt seit 2005 haben. Die Überwachung im Schlaflabor ist besonders dann wichtig, wenn der Patient behandelt wird mit einer sogenannten nasalen CPAP-Therapie, einer Continuous Positive Airway Pressure Methode. Das heißt, es wird dem Patienten ein positiver Druck über die Nase appliziert, also eine Art der Beatmung. Und für diese Art der Beatmung muss der Patient zumindest phasenweise kontrolliert werden. Dann justieren wir das langsam mal. Ja, so, das gehört, aber das gehört. Das ist nämlich das, was fürs Wasser kostet. Das ist das. Unser Gerät, jetzt werden wir es einmal aufsetzen. Und hier setzen wir das einmal so auf. Das ist eh wieder haben, genau gleich. Okay. Setzen Sie es einmal auf. Also das heißt, es ist wieder haben, nur dass wir es über die Kabeln, über die EEG, EMG, die Kinn-EMGs, die EOGs und die Hirnstromableitung in die Schlafstadien mitmessen, über die Gurten natürlich die Atemschwankungen, ob sie weiterhin Aussetzer haben. Und jetzt stellen wir das genauso ein, wie es da haben, mit 6 bis 12 Millibar normalerweise haben. Und dann lassen wir ihn schlafen, es ist eh schon 9:30. Und wichtig ist, dass wir ungefähr 6 bis 8 Stunden Aufzeichnungsdauer wirklich haben, weil dann kann man das aussagekräftig auswerten und wirklich sagen, wie es dann unterlaufender Therapie mit so einer Überdruckmaske, so wie es eben Continuous Positive Airway Pressure oder Nasenmaske mit kontinuierlichem Überdruck wirklich funktioniert. Jawohl. Okay? Okay. Gut, dann lassen wir das einmal so, Herr Schwarzer. Gute Nacht. Und jetzt dreh das Licht aus. Ja.
Und schauen wir mal. Es ist eine hochauflösende Kamera installiert, die auch in der Lage ist, nächtlich eine Infrarotkamera, die auch in der Lage ist, nächtlich den Patienten zu überwachen. Das ist auch ganz wichtig für die Pflegepersonen, die sehen, was der Patient während der Nacht unternimmt. Wenn ich schlafbezogene Atemstörungen habe, dann muss ich damit rechnen, wenn ich sie nicht behandle, dass ich mit einem erhöhten Blutdruck rechnen muss, mit Herzrhythmusstörungen. Häufig ist auch ein Diabetes mellitus damit vergesellschaftet. Neuropsychologische Defizite sind damit verbunden. Und was in neuer Zeit auch immer diskutiert wird, ob hier nicht eine Verbindung auch zum Morbus Parkinson zum Beispiel besteht.